Der nächste Reifenwechsel wird zum Kinderspiel, wenn man ein paar kleine Dinge beachtet. Naja, das war jetzt vielleicht etwas schnell. Also nochmal zurück auf Anfang. Beim Ablassen der gesamten Luft stellen wir uns schon mal den Aufbau einer Felge vor. Je nach Reifen- und Felgenkombination gestaltet sich der Reifenwechsel unterschiedlich schwer. Das gilt insbesondere für die Tubeless Ready Reifen. Diese passen besonders gut auf die Felge und machen somit den Reifenwechsel etwas kniffliger. Nichtsdestotrotz, der Durchmesser einer Felge ist in der Mitte in der Regel am geringsten. Und wir stellen uns vor, dass wenn wir die Reifenflanken über die gesamte Lauffläche in die Mitte drücken, wir am meisten Spiel mit dem Reifen bekommen und dieser somit möglichst locker auf der Felge sitzt. Wenn sich durch Ziehen, Drücken oder Hin- und Herwalken des Reifens kein Anfang finden lässt, nimm einen Reifenheber zur Unterstützung. Eine gute Vorarbeit ist hier die halbe Miete. Hast du beide Reifenflanken über den gesamten Umfang möglichst in die Mitte gebracht, lässt sich nun mittels eines Reifenhebers der Reifen relativ einfach aus dem Felgenbett heben. Dann arbeitet man sich mit dem Reifenheber einmal ums Laufrad rum und schon ist der Reifen unten. Und da wir das nicht nur zum Spaß machen, kann jetzt beispielsweise die Panne geflickt, das Profil erneuert oder auf schlauchlos umgestellt werden, bevor der Reifen wieder draufkommt. Mein nächster Tipp für die Schlauchvariante. Wenn du ihn bei der Montage schon etwas vorpumpst, legt er sich quasi wie von selbst in den Reifen. Wenn der Schlauch dann wieder komplett im Reifen drin ist, wird es wieder etwas kniffliger. Der Reifen muss wieder komplett zurück ins Felgenbett. Hier hilft so ein Reifenheber zur Fixierung des Anfangs ungemein. Für mich hat sich bewährt, links vom Ventil anzufangen und dann nach und nach rundherum um das Laufrad den Reifen in die Felge zu drücken. Wie auch bei der Demontage funktioniert das am besten, wenn sich beide Reifenflanken in der Felgenmitte befinden. Ist der Reifen dann endlich wieder drauf, rutschen die Reifenflanken ja von alleine wieder in die optimale Position. Naja, nicht ganz. Durch das reine Aufpumpen kann es zu Spannungen kommen, wodurch die Felgenflanke dann nicht in den perfekten Sitz flutscht und es dann später so aussieht, als würde das Rad leicht eiern. Also nochmal einen Schritt zurück. Entweder man hat Montagefluid zur Hand oder man bedient sich eines Hausmittels. Mit etwas Wasser und Spüle wird eine Seifenlauge angemischt, mit der der Reifen dann später optimal flutscht. Dazu einfach mit einem Schwämmchen vor dem Aufpumpen beide Reifenflanken bestreichen und das war's eigentlich auch schon. Pass aber auf, dass nichts von dem Hightech-Gleitmittel auf deine Bremsfläche kommt. Also auf die Bremsscheibe oder auf die Bremsfläche von deiner Felgenbremse. Wenn man jetzt den Reifen aufpumpt, hört man, wie er in den richtigen Sitz reinknallt. Genau das wollen wir. Um aber ganz sicher zu sein, kann man noch bei niedrigem Luftdruck hergehen, den Reifen hin und her walken und spätestens dann ist er in dem richtigen Sitz. Ich hoffe, der eine oder andere Tipp bringt dir das nächste Mal etwas. Vielleicht kannst du bei deiner nächsten Panne die Wartezeit für deine Kollegen etwas verkürzen oder du kommst jemandem selbst zur Hilfe und bist quasi der Retter oder Retterin in der Not. Das war's schon. Ich freue mich über jeden Kommentar oder Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.